Warte, 17 Minuten ist Durchschnittszeit. Ich sage, wir schaffen die Map in 13 Minuten. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, wir brauchen so 14, 15 Minuten. Aber komm, wir machen jetzt einfach mal Ansage, Freunde. Und schreibt am besten nochmal jetzt in die Kommentare, was meint ihr? Oh Gott, was meint ihr, wie schnell schaffe ich es, diese Map hier zu spielen? Was geht ab, Schoko-Freunde? Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Jump World. Heute spielen wir eine kleine Dropper-Map. Ich bin mal sehr gespannt, wie die so ist, weil wenn man sich den Ladebalken mal anschaut, Freunde, dauert das einfach schon 10 Jahre, bis das fertig geladen ist. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns gleich in der Map wieder. Gut, nach gefühlten 10 Jahren geht die Map jetzt auch eigentlich mal los. Die hat das Ganze heißt The Dropper Plus Jump and Run. Das Ganze startet hier anscheinend auch mit einem Jump Run. Können wir mal machen hier. Ich habe noch nie erlebt, dass eine Map so lange gebraucht hat, um zu laden, Freunde. Es hat halt wirklich, ich glaube, es hat ehrlich so um die 5 Minuten gedauert, Leute. Jetzt war da ein Schild, was ich leider direkt nicht gelesen habe. Was steht hier? Folge der goldenen Linie. Okay, gehen wir mal hier lang. Die hübsche Linie hier. Ich hatte eigentlich gedacht, das Ganze fängt mit einem Dropper an. Okay, hier kommt jetzt auch ein Dropper, weil das heißt ja The Dropper Plus Jump Run. Ich hätte gedacht, erst kommt der Dropper, dann das Jump Run. Mal gucken, ob das ist auch schon war mit dem Jump'n'Run. Rainbow Drop. Okay, ich bin kein Experte, was Dropper-Maps angeht. Oder kein Profi. Oh Gott, aber wir haben es direkt First Try geschafft hier. Ich weiß nicht, ich habe sowas nie wirklich oft gespielt, aber ich hatte gerade mega Bock auf eine Dropper-Map einfach. Deswegen habe ich einfach nach The Dropper gesucht. Ach, da sind immer wieder Jump'n'Runs dazwischen. Zwischen den Droppern. Das ist eigentlich ganz nice. Da hat man so einen kleinen Mix. Da bin ich direkt gestorben. Auch super rein. Genau, ich habe gerade einfach nach einer Dropper-Map gesucht und dann war das hier tatsächlich die mit der besten Bewertung. Deswegen bin ich mal gespannt, was uns jetzt hier alles erwartet. Vor allem nachdem es so lange geladen hat gerade. Leute, das ist ja, holy shit, das ist nicht normal. Ihr könnt die Map auch gerne mal spielen. Einfach nach The Dropper oder nach Dropper einfach suchen und dann nach Bewertung sortieren. Das ist direkt die allererste Map, Freunde. Oder ihr seht ja auch hier die ID, ne? Dieses 56MX. Damit kann man die Map auf jeden Fall auch finden. Also ob jetzt hier die ganze Zeit wieder Jump'n'Run kommt. Ich will Dropper spielen, Junge. Ich will Rainbow Dropper machen weiter. Wobei, wir gehen hier gerade, das ist eigentlich mega witzig, weil ich gehe gerade, wobei, nee, warte, hier bin ich gerade, lol. Ich glaube, das ist... Okay, das ist echt ganz nice. Ich springe gerade den Dropper, den ich runtergesprungen bin, springen wir jetzt gerade wieder ganz nach oben. Aber wieso das denn? Wieso bin ich denn dann hier runtergesprungen, wenn ich jetzt wieder hochgehe? Ah ne, jetzt kommt hier, glaube ich, der nächste Dropper. Du hast den Regenbogen-Drop geschafft. Ja, nice, Alter. Was kommt als nächstes? Ein kleines, sieht aus wie ein Labyrinth, aber ist keins. Ich muss immer der goldenen Linie einfach nur folgen. Forest-Drop. Okay, ein kleiner Wald-Drop, Leute. Ich bin gespannt, ob wir dann wieder da hochjumpen müssen im Nachhinein. Ich sehe aber nichts. Ich gehe einfach mal hier runter. Ich weiß aber echt nicht. Ah, da hinten muss man hin. Ne, hier. Da, oder? Ich weiß nicht, ob ich da ganz ans Ende muss, aber hier war gerade auch so, ich glaube, ich muss hier ins Wasser, würde ich jetzt einfach mal so schätzen. Und da haben wir das auch direkt geschafft. Ich glaube, jetzt müssen wir das Ganze wieder hier hochspringen. Interessant, interessant. Ich bin mal gespannt, ob die Dropper-Passagen noch, wo muss ich lang? Ich springe einfach hier lang. Ich bin mal gespannt, ob die, ja, ist sogar richtig. Ich bin mal sehr gespannt, ob die Drop-Passagen hier noch schwieriger werden. Das Ganze hat eine Durchschnittszeit von 17 Minuten, Freunde. Wir machen jetzt mal Rekord hier. Ich sage, wir schaffen die Map in, warte, 17 Minuten ist Durchschnittszeit. Ich sage, wir schaffen die Map in 13 Minuten. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, wir brauchen so 14, 15 Minuten, aber komm, wir machen jetzt einfach mal Ansage, Freunde, und schreibt am besten nochmal jetzt in die Kommentare, was meint ihr? Oh Gott, was meint ihr, wie schnell schaffe ich es, diese Map hier zu spielen? Brauche ich mehr als 17 Minuten vielleicht sogar? Mehr als die Durchschnittszeit, weil ich ein schlechter Dropper-Spieler bin? Man weiß es nicht. Also wenn die Dropper weiterhin so einfach bleiben wie die ersten, in die roten Felder springen. Hier oder was? Achso, da unten. Wenn die Dropper weiterhin so einfach sind wie die ersten, dann soll das auf jeden Fall kein Problem sein, hier, ja, das Ganze schneller hinzukriegen. Ich glaube, wenn ich auf ein schwarzes Feld... dann sterbe ich, oder? Aber warte mal, wo muss denn jetzt hier hin? Was passiert? Nö, die schwarzen Felder machen gar nichts. Muss ich hier runter jetzt einfach? Durch die Lava vielleicht? Lol, Leute, ich weiß es nicht. Muss ich in die roten Felder? Da sind zwei. Heißt das, wenn ich jetzt hier reinspringe? Ah, okay. Oh Gott! Ah, okay, ich habe es, glaube ich, verstanden. Gut, das wird vielleicht schon ein bisschen schwieriger. Wir gehen mal hier direkt rein. Jetzt muss ich hier zum Dropper. Oh Gott, jetzt muss ich hier hin. Holy shit, holy shit, ich habe es irgendwie geschafft. Aber das war schon schwieriger, weil man vorher nicht sieht, wo man hin muss. Das war auch gerade mehr, oh, das war gerade mehr Glück als verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir haben es direkt geschafft, ne? Beschweren kann man sich doch normalerweise eher weniger. Jetzt haben wir hier so ein kleines Höllen-Jump'n'Run, beziehungsweise es war ja gerade auch so ein Höllen-Dropper. Ist das schon, ich dachte kurz, das wäre das Ziel, weil hier goldene Dingen sind. Das wäre krass, dann hätten wir es in nur 4 Minuten geschafft. So, du hast den Lava-Drop auch geschafft, stand da. Jetzt gehen wir hier wieder durch die Bibliothek, Freunde. Vielleicht, ich frage mich, ob man da abkürzen kann. Ob man jetzt hier irgendwie so, anstatt dem goldenen Weg einen anderen nehmen, ah ne, kann man glaube ich nicht. Ne, okay. Ich dachte, vielleicht kann man da irgendwie so eine kleine Abkürzung nehmen. Jetzt kommt der Matrix-Drop, Leute. Ich bin mal sehr gespannt hier. Oh. Oh, shit. Ich habe Matrix tatsächlich, warte mal, gibt es mehrere?
Wow, eigentlich, okay, ich wollte schon sagen, eigentlich wäre ich doch schon direkt gestorben. Gibt es mehrere? Alter, das ist ja richtig schwierig. Ich erkenne hier gar nichts. Diese grünen Blöcke, die fucken mich irgendwie voll ab. Ich sehe gar nicht, wo was ist. Komm schon. Nein! Nein, ich dachte, ich habe es geschafft. Jetzt aber bitte. Oh, direkt wieder nicht. Ich weiß echt nicht, wo man hier lang springen kann. Doch, jetzt aber, oder? Was? Ich war doch... ich war doch da, oder nicht? Das ist mega schwer. What? Ich war doch beim Wasser. Okay, jetzt aber. Komm schon, komm schon. Ah, oh, schon wieder nicht. Leute, aber ich glaube, es ist hier ein relativ guter Weg. Ich glaube, ich muss hier lang springen, tatsächlich. Es ist so knapp. Das kann doch nicht sein. Ich bin doch... Ey, ich lande da doch jedes Mal... Okay, wow. Egal, wir können noch weiterfliegen. Ich lande doch jedes Mal bei dem Wasser, oder nicht? Zumindest sieht das voll so aus, als ob ich eigentlich beim... Jetzt aber. Nein, schon wieder ganz knapp daneben. Ey, komm schon. Und, jawohl, nice. Ich habe gerade schon die Hoffnung verloren, das Ganze in 13 Minuten zu schaffen. Aber da haben wir es doch noch geschafft. Und jetzt kommt noch hier ein Matrix Jump and Run. Ich habe tatsächlich nie, glaube ich, wirklich Matrix geguckt. Ich weiß es gar nicht. Es gibt es mehrere Teile von Matrix? Ja, oder? Es gibt nicht nur einen Teil, richtig? Ich habe den Film erst... Habt ihr Matrix geguckt, Leute? Oder kennt ihr überhaupt Matrix? Weil es ist ja schon ein älterer Film. Wir haben ihn einmal in der Schule geguckt, glaube ich. Aber ich glaube, also den ersten Teil. Ich bin mir mal gerade nicht mal sicher, ob es mehrere Teile gibt. Aber ich glaube nur... Doch, ich glaube, es gibt schon mehrere. Zwei mindestens, oder? Aber wir haben den ersten Teil meiner Schule geguckt, aber auch nie zu Ende geguckt. Richtig belastend. Wir haben den irgendwie angefangen, aber dann nicht ganz zu Ende geschafft. Nur bis kurz vorm Ende, dann war Pause oder so und dann haben wir aufgehört. So, jetzt haben wir noch einen Rainbow Speedrun. Oh, okay. Ich bin gespannt. Ich hasse Speedruns. Ich muss nach oben oder was? Ah, mit Jump Boostern da drauf. Okay, warte, das machen wir jetzt nochmal. Und let's go. Direkt geschafft. Wo muss ich jetzt hin? Da? Nee. Hä? Oh, das war dumm. Ja, ja, machen wir nochmal das Ganze. Das war nicht ganz so geplant. Ah, ich muss ja einfach weiterrennen. Ups, ich dachte, ich muss wieder hochspringen. Hier jetzt wieder, so nach oben. Oh, das ist eigentlich ganz geil mit dem Hochspringen irgendwie. Das macht doch schon ein bisschen Spaß. Eigentlich bin ich nicht so ein Fan von solchen Speedrun-Sachen oder von diesem Swiftness-Zeugs. Heißt es Swiftness? Ja doch, Swiftness, oder? Speed heißt es einfach. Okay, dann doch nicht Swiftness. Bin ich eigentlich nicht so ein krasser Fan von, aber das ist irgendwie ganz nice mit diesem Hochspringen direkt. Dann fühlt man sich irgendwie cool, weil das auch nicht so schwierig ist. Dann fühlt man sich wie so ein Profi, Leute. So, das haben wir aber auch schon geschafft. Was steht hier? Glass Rainbow Drop. Okay, da haben wir einen Glass Regenbogen Dropper. Ich hoffe, der ist nicht so... Oh Gott. Ich hoffe, der ist nicht so schwierig wie der Matrix Dropper. Der sieht aber schon wieder viel einfacher aus, um ehrlich zu sein. Okay, ist aber anscheinend doch nicht. Ich nehme alles zurück. Ich dachte, ich schaffe ihn jetzt first try. Oh, da ist ein bisschen schwierig. Vielleicht muss ich woanders lang springen. Was ist, wenn ich hier lang gehe vielleicht? Oh Gott, da sind alle die ganzen, die weißen Felder hier sind nachher mega eng aneinander hier unten. Da weiß ich gar nicht, wo ich genau da durchspringen muss, Leute. Hier vielleicht. Oh, das sieht gut aus. Nein. Nein. Okay, warte mal. Jetzt bin ich aus Versehen woanders lang. Aber, oh, 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 oh. Oh, das wäre der perfekte Weg gewesen. Ich weiß aber nicht, bin ich hier einfach runter? Ich glaube hier. Weil hier sieht es so aus, als ob man das, jawohl, mega easy schaffen kann. Perfekt, da haben wir das geschafft. Nochmal geschafft hier. Und dann geht's hier weiter. Du hast den Drop geschafft. Ja, nice, Alter. Das war's schon? What? Was? Leute, what? 7 Minuten 27. Aber das war mega cool. Die Durchschnittszeit ist einfach 17 Minuten. Ich dachte, wir schaffen schon 13 Minuten nicht. Jetzt war das einfach so kurz. What the fuck? Was? Okay, ja gut, Leute. Was steht hier noch? Danke fürs Spielen. Danke an Doscoop oder so. Durch das Portal geht's zum Spawn. Bauzeit ca. 60 Stunden. Alter. Bitte fair bewerten. Ich habe eine gute Bewertung gegeben. Es war mega cool und einfach richtig riesig auch das Ganze. Hat ja auch mega lange gedauert, so das zu bauen. Und guck mal, hier haben wir noch ein kleines Jump'n'Run. Das kann man auch nochmal eben springen. Da geht's. Oder war das der Start? Ne, das war der Start, oder? Eingang zum Dropper-Schloss. Achso, nee, das ist das, was ich am Anfang schon gemacht habe. Ups. Ja gut, Leute, dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Falls euch gefallen hat, lasst gerne mal ein Like da. Und wir sehen uns morgen um 18 Uhr bei einem weiteren Video wieder. Ciao.